Also die Grenzübergang zur Seestraße ist ein verhältnismäßig kleinerer. Er war auch nicht so der berühmte, einer der berühmten, wie jetzt Invalidenstraße oder Bornholmer Straße. Da kamen halt die Autos, ein Trabi nach dem anderen durch und es war ziemlich kalt. Und ich stand halt da und guckte nur. Ich guckte nur und die strahlenden Gesichter von den Leuten, man hat richtig gemerkt, wie fassungslos die waren, was sie da überhaupt machen. Die haben es gar nicht real wahrgenommen, was sie da überhaupt machen, dass sie da einfach plötzlich durch eine Grenze durchfahren können, die wirklich tabu für sie waren. Und die haben halt gestrahlt und sind dann gleich, haben dann gefragt, wo geht's denn zum Kudamm? Und dann hat man denen das erklärt, wie sie fahren müssen und so sind sie halt dann gekommen oder wollten halt gleich zur nächsten Bank gucken, dass sie halt ihr Geld bekommen. Und die Banken, die waren ja dann schon ab dem ersten Tag halt dann schon wahnsinnig überfüllt. Also man selbst zum Beispiel, das sind so Sachen, was dann halt als Nachteil kam für die Westberliner so, die sagen, dass man nicht mehr auf die Bank gehen konnte, weil Geldautomat war belegt mit den Leuten, die ihre Auszahlungsscheine ausfüllten und vor jeder Bank war eine Schlange. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganzen, wenn man so eine Geschäftsstraße durchging, da waren überall Schlangen. Man wusste sofort, da muss eine Bank sein, weil die Leute halt ihr Geld haben wollten. Und es war vor Weihnachten und die wollten halt erstmal kaufen gehen. Das ist ja logisch, hätten wir alle auch so gemacht.